Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen heute den zweiten Teil von We Wish You a Merry Christmas, Takt 9 bis zum Ende. Wir schauen zuerst auf die Noten, ladet sie herunter, druckt sie euch aus und wer möchte, kommt her zum Mitspielen. Die Überleitung steht hier in Takt 8. Wir beginnen hier bei dem Auftakt Good Tidings, Auftakt zu Takt 9. We bring to you and your kin. Hier ist unser erster Abschnitt zu Ende. Dann kommt Good Tidings for Christmas. Hier ist nochmal ein Abschnitt zu Ende. And a Happy New Year. Also drei Abschnitte. Am besten zeichnet euch auch gestrichelte Linien in die Noten, dann wisst ihr immer, wo wir sind. Beachtet auch, dass vorne ein Kreuz steht, in beiden Händen natürlich. Das bedeutet, dass aus jedem F ein Fis wird, in der rechten Hand, manchmal auch in der linken Hand. Das Lied steht im Dreivierteltakt. Fangen wir an. Der Übergang vom Teil 1 und wir beginnen auf die 3. Die rechte Hand legt den zweiten Finger auf das D, D, G, H, G, D, G und E, Fis. Weiter. H, G, D, Fis mit 1, 4, Cis, E, Daumen auf D. Nochmal. 2, 2, 5, 2, 4, 1, 5, 1, 4, 2, 3 und Daumen auf 1. Ich spiele weiter. D, A, D, A, D, A. Ich gehe mit dem Daumen auf das Cis, spiele Cis G und jetzt mit 2, 5, Fis D. Tiefes D. Nochmal. Auftakt zur letzten Linie. 1, 4, 1, 5, 1, 4. Cis G mit 1, 3. Fis D mit 2, 5. Und mit dem Daumen die 1. Ich spiele weiter den letzten Teil. Zweiter Finger auf D. C, E. C, E, A. C, Fis. H, G. Zweiter Finger auf D, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 3, 1, 4. Jetzt kommt die linke Hand dran. Takt 8. Der dritte Finger liegt auf dem H. Ich spiele
Wasser mit beiden Händen. Ich wünsche dir viel Freude an We Wish You a Merry Christmas. Hoffe, meine Spielhilfen gefallen dir. Wenn du andere Wünsche hast, dann schreib es in die Kommentare. Ich wünsche euch Happy Playing und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.